Hallo, hier ist Francis Herdes. Herzlich willkommen zu Francis Duftender Wellness. Ja, Herbstzeit ist Reinigungszeit. Jetzt gehen die ersten Herbststürme wieder los, gerade hier draußen in Hamburg. Und vielleicht bist du auch jemand, der regelmäßig mal aufräumt und ausmistet und reinigt. Und es ist auch wichtig, im Körper mal aufzuräumen und zu reinigen. Deshalb zeige ich dir eine ganz einfache Zellreinigung hier in diesem Video, die ich einfach so nebenbei immer wieder zwischendurch mache. So, der Körper hat ja einen ganz natürlichen Rhythmus über das Jahr gesehen, wo die einzelnen Organe aktiv sind und wo du einzelne Bereiche deines Körpers so am besten reinigen kannst. Und gleich um 20 Uhr gebe ich ein ganzes Webinar dazu. Deshalb hier mal ein kurzer Auszug mit einer ganz einfachen Zellreinigung, die du machen kannst, auch wenn du vielleicht noch nie vorher eine Reinigung gemacht hast. Und vielleicht bist du ja auch jemand, der immer so eine Challenge damit hat, genug Wasser zu trinken am Tag. Dafür ist das auch richtig gut, denn die beste Reinigung, die du so jeden Tag machen kannst, das ist, wenn du direkt nach dem Aufstehen einfach ein Glas Wasser trinkst und einfach mal alles durchspülst. Du wirst merken, dann kommt auch die Verdauung in Gang morgens und die Reinigung des Körpers, weil der Körper hilft natürlich auch immer mit zu reinigen. Hallo Tanja, hey, vielen Dank für die Herzchen. Wer ist noch live mit dabei? Schreib gern hier in die Chatbox einen Gruß und dann sehe ich das hier, dann kann ich dich auch grüßen. Vielleicht hast du ja auch schon mal eine Reinigung gemacht und möchtest deine Erfahrungen hier teilen. Ja, wenn man regelmäßig aufräumt, nicht nur bei sich zu Hause, sondern auch im Körper, dann wird natürlich viel Energie auch wieder frei, weil wenn du so alte Sachen rauslässt, die dich vielleicht lahmlegen oder müde machen über die Zeit, dann fühlst du dich wieder viel frischer und viel energievoller. Und gerade auch, wenn du so wie ich total gerne reist oder voll gerne aktiv bist, dann hilft dir das natürlich, dass dein Körper nicht mit diesen ganzen Giftstoffen zu tun hat, die dich so lahmlegen, die deine Energie aufbrauchen, sondern dass du einfach fit bist und voller Energie. Und außerdem so regelmäßig aufräumen. Wir nehmen ja übers Wasser heutzutage, über die Luft, übers Essen alle möglichen Giftstoffe auch auf und da ist es gut, wenn wir einfach regelmäßig reinigen. Ich mache so zweimal im Jahr, da ist so das Frühjahr und der Herbst ist dafür perfekt. Hey Andrea, hallo, hallo Helene, grüß dich. Also Herbst und Frühjahr sind eigentlich perfekt für die Darmreinigung und ich fange immer mit dem Darm eigentlich an, weil du kannst dir das so vorstellen, eigentlich wie die Müllabfuhr. Wenn du so die vielen kleinen Mülleimer in deinem Zuhause leerst, dein Badmülleimer, dein Küchenmülleimer, dein Papierkorb am Schreibtisch, dann würdest du die ja nicht rausbringen, wenn die Mülltonne schon voll ist draußen, wenn die Müllabfuhr mal nicht da war, sondern du bringst es dann raus, wenn wieder Platz draußen ist in der Tonne. Und genauso ist es in deinem Körper auch. Dein Körper hat so einen bestimmten Rhythmus, um sich zu reinigen und auch eine bestimmte Reihenfolge. Und über den Darm geht natürlich schon mal ganz viel so das Grobe raus, was du nicht mehr brauchst. Deshalb ist auch die Darmgesundheit so wichtig, dass du da regelmäßig reinigst und regelmäßig auch so Sachen wie Kombucha oder auch Probiotika, um das Darmmilieu zu stärken, einfach regelmäßig mit drin hast in deiner täglichen Ernährung. Also wie gesagt, die einfachste Reinigung ist, wenn du mal nach dem Aufstehen, das kannst du gleich morgen früh ausprobieren, einfach mal ein Glas Wasser trinkst. Und da bringst du so richtig schön alles in den Gang für den Tag. Und dein Gehirn, deine ganzen Zellen haben dann genug Wasser. Hey, bitte, vielen Dank für die Herzchen. Ja, dass du einfach in den Gang kommst, dass du einfach ins Fließen kommst. Ins Fließen kommen hat ja auch sowas. Du kommst von deinem Gehirn her ins Fließen, du kommst von deinem Stoffwechsel ins Fließen. Und natürlich kommst du gut auch auf neue Ideen, wenn einfach genug Wasser da ist. Und diese Zellreinigung, die ich dir zeige, die hat auch mit Wasser zu tun. Aber wenn du vielleicht bisher irgendwie so ein Wassermuffel warst und irgendwie musst du dich immer zwingen, auch genug zu trinken jeden Tag, dann macht dir diese Reinigung wahrscheinlich richtig Spaß. Hey, vielen Dank für die vielen Herzchen. Liebe Grüße nach Kiel. Freue mich schon auf den Oktober, wenn ich wieder da bin. Ja, und du kennst mich ja aus meinen Videos oder vielleicht haben wir uns persönlich schon mal gesehen. Ich mache das Ganze immer auf duftende Art und Weise, weil das einfach Spaß macht und weil gerade im Wasser schmeckt das natürlich auch total gut. Also stell dir vor, du presst so eine frische Zitrone oder hast gerade im Sommer so, manche machen ja viel so Obst und Früchte ins Wasser und dann schmeckt das richtig gut.
Und das kannst du auch machen, wenn es gerade keine frischen Früchte gibt. Es gibt nämlich spezielle ätherische Öle. Die sind dadurch, dass sie kaltgepresst oder destilliert sind, nochmal viel konzentrierter, als wenn du dir so frische Früchte oder Pfefferminze oder so mit ins Wasser machst. Und der erste Teil von dieser Reinigung, die geht 6 Wochen lang. Ich kenne aber ganz viele, denen schmeckt das so gut, dass sie es noch länger machen. Das kannst du natürlich auch machen. Im ersten Teil, also am Vormittag, machst du so einen Tropfen Zitrone auf 1 Liter Wasser, am besten in ein Glasgefäß. Und das ist eine spezielle Zitrone, auch ein ätherisches Öl, aber wenn du das ins Wasser machst und trinkst, musst du wirklich aufpassen, dass du auch eine Nahrungsmittelqualität hast. Also nicht diese ganzen Duftöle, die man so in eine Kerze oder so macht, oh, Finger weg davon, sondern dass du wirklich ein richtig gutes Öl hast. Ich habe hier so Plusöle, da ist so ein Plus drauf, die man auch trinken kann. Und ich mache mir die nicht nur auf die Hand, sondern die kommen tatsächlich im Frühjahr und Herbst und auch regelmäßig zwischendurch einfach in mein Trinkwasser. Ein einziger Tropfen reicht, weil du da ziemlich viele Zitronen, ziemlich viel Zitrusfrische im Wasser hast und das schmeckt unglaublich gut. Und ich atme das einfach mal ein, weil mich das immer so richtig schön an den Sommerurlaub erinnert, so die Sonne und die Frische und einfach die Entspannung. Und die Zitrone im ersten Teil des Tages von deiner Zellreinigung, die hilft dir wirklich aus den Zellen rauszulösen, was du nicht mehr länger brauchst. Also wenn du mal so ein echtes ätherisches Öl schon mal auf der Hand hattest, dann weißt du genau die Fetten nicht. Da sind keine fettigen Bestandteile mehr drin. Und deshalb ist es nicht fettig auf der Hand, aber wird total gut vom Körper aufgenommen. Und das passiert auch übers Trinkwasser. Also du hast über den Vormittag hast du diesen Liter Wasser mit Zitrone plus und das trinkst du einfach ganz gemütlich. Ich kenne viele, die machen sich so eine Glasflasche fertig. Da gibt es ja so Glasflaschen mit 1 Liter. Und das ist auch eine tolle Erinnerung daran, einfach im Flow zu bleiben. Auch, dass dein Gehirn gut funktioniert, dass der Stoffwechsel und alles im Körper gut funktioniert und dass du einfach wach bist. Das ist die erste Hälfte des Tages, 6 Wochen lang oder auch länger, wenn du willst. Und die zweite Hälfte des Tages, da machst du einen Tropfen Pfefferminze auf 1 Liter Wasser. Am besten im Glasgefäß, vielleicht auch in der Glasflasche. Hey bitte, grüß dich! Und ich mache mir das einfach auf die Hand. Und viele fragen mich dann immer, ja, kann ich nicht frische Pfefferminzblätter aus dem Garten nehmen? Kannst du natürlich auch machen, aber stell dir vor, du hast mit einem Tropfen ätherischem Öl der Pfefferminze, hast du ungefähr 40 Tassen Pfefferminztee auf der Hand. Und ich mache mir das auch zusätzlich gerne im Nacken. Natürlich, der eine Tropfen verschwindet dann in dem Wasser. Und ich nehme mir dann noch einen zweiten Tropfen und mache mir das auf Schultern und Nacken. Weil ab und zu, wenn man so am Schreibtisch sitzt, ah, da kann man sich mal wieder durchlockern und erfrischen. Und das tut einfach so richtig gut. Und dann kannst du mit deinem zweiten Tropfen Pfefferminze auch mal so die Fingerspitzen an die Nase nehmen und mal so dreimal tief durchatmen. Gerade wenn du vielleicht so am Nachmittag oder frühen Abend jetzt so vielleicht schon ein bisschen müde bist, vielleicht schon viel gemacht hast, dann atme einfach mal diese Pfefferminzfrische ein. Und dann als drittes, sieht ein bisschen witzig aus, aber ich forme die Hände dann immer wie so ein Trichter und dann atme ich dreimal tief durch den Mund ein und aus. Wenn du die Pfefferminze da hast, mach das unbedingt mal mit, weil das macht so richtig wach für alles, was du am Abend noch so vorhast. Ich gebe jetzt gleich um 20 Uhr noch ein Webinar und fühle mich ganz frisch und freue mich schon richtig darauf. Vielleicht hast du ja auch noch was Spannendes vor, wo du einfach die volle Energie haben willst. Ja, das ist auch eine spezielle Pfefferminze, Pfefferminze Plus. Auch hier wieder Vorsicht vor solchen Duftölen oder solchen Parfümölen. Finger weg davon. Die würde ich nicht trinken und nicht mal auf die Hand tun. Aber welche, die wirklich, wo du weißt, wo sie herkommen, wie sie destilliert werden, dass da wirklich nur die Pfefferminze oder nur die Zitrone drin ist für diese Reinigung. Die kannst du verwenden. Und Pfefferminze trinkst du in der zweiten Hälfte des Tages. Kannst dir da auch wieder eine Flasche fertig machen. Dann denkst du auch ans Trinken am Nachmittag und bleibst schön im Flow. Und das ist die Zellreinigung. Also ganz easy. Brauchst einfach Wasser, brauchst Zitrone plus, Pfefferminze plus. Und
Die kannst du auch bestellen über meine Seite lebeduften.de. Und wenn du reinschauen möchtest, gerade im Herbst ist ja ein toller Zeitpunkt für die Darmreinigung. Ich habe da so ein Rezept für dich zusammengestellt. Das findest du auf meiner Seite lebeduften.de/Darmreinigung. Da habe ich direkt das Rezept, weil da hast du dann einfach einen super Überblick und kannst mit den Pflanzen und ätherischen Ölen einfach mal so eine richtig tolle Anwendung für den Darm machen. Da rede ich auch nach einem Webinar drüber. Ich habe auch ein Webinar dazu gemacht. Das findest du auf meiner Seite lebeduften.de/Webinare. Einfach nach der Reinigung gucken und dann kannst du jetzt im Herbst damit voll loslegen. Ja, ich mache eine Darmreinigung auf jeden Fall im Herbst. Ich genieße das Zitronen- und Pfefferminzwasser und für mich macht es einfach vieles frei wieder im Körper an Energieressourcen und es fließt alles und ist einfach super angenehm und voll lecker. Ja, das als kleine Inspiration für dich heute. Wie immer, wenn du mal reinschnuppern möchtest, auch wenn du die anderen Videos hier aus der 90 Tage zum Erfolg-Reihe anschaust, da habe ich immer so ein Hashtag dran gemacht, Francis 90 Tage zum Erfolg. Und wenn du da ein Öl oder eine Mischung findest, was du gerne ausprobieren möchtest, dann schreib mir einfach hier im Messenger oder über meine Seite und dann schicke ich dir mal duftende Post. Und dann kannst du deine Nase reinstecken. Und mal so richtig schön genießen. Ja, ich freue mich schon auf dein Feedback zu der Reinigung. Vielleicht hast du die schon gemacht. Vielleicht machst du auch eine andere Reinigung jetzt im Herbst. Schreib mir das gerne in die Kommentarbox, dann können wir uns da mal austauschen. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß beim Stöbern. Kannst dir das Webinar angucken, kannst dir das Rezept angucken. Kannst mir auch einfach mal schreiben und dann schicke ich dir die duftende Paste drüber. Bis dahin, ich weiß, einige von uns, wir sehen uns heute Abend im Webinar und ich freue mich schon. Bis dahin, liebe Grüße.